Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben heute uns das Thema Kurzarbeit ausgesucht, um darüber ein bisschen zu sprechen und Ihnen ein paar Insights zu verschaffen. Das liegt ja gerade bei ganz vielen Personalern auf dem Schreibtisch. Und damit Sie da rechtlich im Bild sind, habe ich heute ein Gespräch mit der Rechtsanwältin Sarah Klachin von Pinsent & Masons. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie da ist. Hallo Sarah. Hallo. Ich habe mir hier auch drei Fragen rausgepickt, die aktuell ganz besonders häufig gestellt werden. Und mit denen würde ich jetzt auch direkt losschießen. Und zwar zuallererst, wie lässt sich denn die Kurzarbeit in Unternehmen richtig einführen? Also bei der Einführung von Kurzarbeit muss man immer unterscheiden zwischen einerseits der Gewährung des Kurzarbeitergeldes und andererseits der Einführung von Kurzarbeit selber zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Hier braucht man auf jeden Fall eine rechtliche Grundlage, die kann zum Beispiel in einem Tarifvertrag bestehen oder bei Betrieben mit Betriebsrat auch in einer Betriebsvereinbarung. Wenn man keinen Betriebsrat hat, dann muss man das mit jedem einzelnen Arbeitnehmer vereinbaren. Da kann man zunächst in den Arbeitsvertrag schauen. Manche Arbeitsverträge haben so eine sogenannte Kurzarbeiterklausel im Arbeitsvertrag, auf der man dann aufbauen kann. Wenn man die nicht hat, dann muss man das mit jedem Arbeitnehmer individuell vereinbaren durch eine Zusatzvereinbarung. Und hier wird auch angeraten, dass man hier auch wirklich ganz genau regelt, Beginn der Kurzarbeit, Dauer der Kurzarbeit, zum Beispiel Aufstockungsmöglichkeiten des Arbeitgebers und vor allem aber auch so kleinere Themen, an die man vielleicht manchmal nicht denkt, wie ist es mit Urlaub, wie ist es mit Arbeitszeitguthaben und so weiter. Ist ja irgendwie beidseitig geregelt. Was kann man denn tun, wenn der Arbeitnehmer die Kurzarbeit ablehnt, wenn der gar nicht zustimmt? Wenn der Arbeitnehmer die Kurzarbeit ablehnt, dann ist es das Betriebsrisiko des Arbeitgebers. Das bedeutet, der Arbeitnehmer kann nicht gezwungen werden dazu. Und da ist es dann so, dass letztlich der Arbeitgeber, wenn er einen arbeitswilligen und arbeitsfähigen Arbeitnehmer hat und eben keine Arbeit zur Verfügung stellen kann, weil zum Beispiel der Betrieb geschlossen ist, er grundsätzlich die volle Vergütung zu leisten hat. Und hier müsste man dann, wenn man jemanden hat, der sich wirklich weigert, zum Beispiel zunächst darüber nachdenken, ob man Urlaub abbauen kann oder zum Beispiel Arbeitszeitguthaben. Und wenn das auch nicht der Fall ist, dann bleibt letztlich nur noch das Mittel, vielleicht im ersten Schritt eine Versetzung und dann auch die Änderungskündigung. Anderes wichtiges Thema, Urlaub. Wie sieht das denn mit Urlaub in Zusammenhang mit Kurzarbeit aus? Was muss man denn da beachten? Also bei dem ganzen Thema Urlaub muss man differenzieren zwischen dem Thema Urlaub vor Einführung der Kurzarbeit und während der Kurzarbeit. Vor Einführung der Kurzarbeit ist es so, das Gesetz sieht ja grundsätzlich vor, dass zur Gewährung von Kurzarbeitergeld Erholungsurlaub vorher zu gewähren ist, zu genehmigen ist. Und hier hat die letzten Wochen relativ viel Unsicherheit geherrscht bei den Arbeitgebern. Wie viel Urlaub muss ich denn davor gewähren? Muss er gewährt werden? In welcher Höhe? Laufendes Jahr? Resturlaub und so weiter? Und hier hat aber die Bundesagentur für Arbeit letzte Woche eine Mitteilung rausgegeben und da ein bisschen für Klarheit gesorgt, indem sie gesagt hat, aufgrund eben der Corona-Krise bis zum 31.12.2020 verzichtet sie zunächst darauf, dass Erholungsurlaub aus dem laufenden Kalenderjahr genommen worden sein muss. Und deswegen sind Arbeitgeber angeraten, auf jeden Fall den Resturlaub aus dem letzten Jahr zu nehmen. Bei Urlaub während der Kurzarbeit ist grundsätzlich zu sagen, es gilt genau dasselbe wie ohne Kurzarbeit auch. Das heißt, Arbeitnehmer sollen Urlaub nehmen, können Urlaub nehmen. Hier auch weiterhin Urlaubswünsche, Urlaubspläne der Arbeitnehmer sind vorrangig. Wenn Urlaub genommen wird, ist Kurzarbeitergeld gleichzeitig ausgeschlossen. Das bedeutet, der Arbeitgeber muss den Urlaub und das Urlaubsentgelt ganz normal anhand der vollen Vergütung zahlen. Und deswegen ist bei unseren Mandanten jetzt in letzter Zeit auch öfter die Frage aufgekommen, ob denn während der Kurzarbeit Urlaub gekürzt werden kann von den Arbeitnehmern, also der Urlaubsanspruch. Und hier ist es so, dass die nationale Rechtsprechung sich da noch nicht so dazu geäußert hat. Es gibt aber eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, nach der zumindest bei Kurzarbeit null, also das bedeutet, wenn der Arbeitnehmer gar nicht arbeitet, eine proportionale Kürzung möglich ist. Deswegen denken wir, es ist vertretbar, zumindest bei Kurzarbeit null, den Urlaub dann proportional auch zu kürzen. Vielen Dank. Und letzte wichtige Frage zum Thema Kurzarbeitergeld beantragen. Wie funktioniert denn das? Es ist ein zweistufiges Verfahren. Im ersten Schritt muss der Arbeitgeber die Anzeige über den Arbeitsausfall einreichen. Hier ist es wichtig, dass man sich nicht irgendwo als Arbeitgeber aus dem Internet die Formulare holt, also es gibt Vordrucke dafür, sondern immer auf die Seite der Bundesagentur für Arbeit geht, weil hier ständig Erleichterungen und Änderungen, Aktualisierungen vorgenommen werden. Also zum Beispiel ist es bei der Anzeige für Arbeitsausfall grundsätzlich immer so gewesen, dass man die ganzen
individuellen Vereinbarungen, die man getroffen hat, mitschicken musste. Und es ist natürlich bei Unternehmen mit Hunderten von Mitarbeitern wahnsinnig aufwendig, wenn man da alle Einzelvereinbarungen mitschicken muss. Und jetzt ist es zum Beispiel gerade im Moment so, dass man die nicht mitschicken muss, sondern nur auf Anfrage bereithalten muss. Wenn man diese Anzeige des Arbeitsausfalls eingereicht hat, dann prüft die Agentur für Arbeit die Lokale das. Und sollte dem Grunde nach der Anspruch da, also Anspruch vorliegen, beantragt man im nächsten Schritt die Gewährung oder Erstattung des Kurzarbeitergeldes. Hier muss man auch alles als Arbeitgeber selber ausrechnen, also wie hoch ist das Kurzarbeitergeld im Einzelnen und in der Gesamtsumme. Und auch hier wieder wichtig, dass man sich die aktualisierten Vordrucke holt, weil auch hier ist jetzt seit letzter Woche gibt es einen neuen Antrag, einen sogenannten Kurzantrag auf Kurzarbeitergeld. Und hier sind auch relativ viele Erleichterungen drinnen. Und genau, ein wichtiger Hinweis vielleicht im Zusammenhang mit Kurzarbeitergeld ist noch, dass die Bundesagentur für Arbeit letzte Woche informiert hat darüber, dass Arbeitgeber auf jeden Fall Arbeitszeitnachweise führen müssen. Das heißt, in der Zeit, während Kurzarbeit ist, muss der Arbeitgeber besonders darauf achten, dass er bei jedem Arbeitnehmer wirklich darlegen kann, wann hat er gearbeitet, an welchen Tagen, zu welchen Stunden und so weiter. Vielen Dank, Sarah. Ich hoffe, wir haben jetzt mit deiner Expertise ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Und ja, schauen Sie gerne auf die weiteren Inhalte auf unserer HR Expert Hub drauf. Da haben wir noch einiges für Sie zusammengestellt, Checklisten. Sie finden auch noch weitere Informationen zum Thema Kurzarbeit. Und ja, damit möchte ich mich dann gerne verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und machen Sie es gut.